In erster Linie kommen Menschen, die selber hinter den Vorhang blicken wollen und verstehen wollen, wie funktioniert die paranormale Wahrnehmung, wie funktionieren die Hälse, wie kann man sie steuern, wie ist diese astrale Ebene im physischen Universum aufgebaut und natürlich auch die Fähigkeit entwickeln wollen, selber den Kontakt zur geistigen Welt. Die geistige Welt als Welt ist sehr groß, sprechen wir mal einfach von der geistigen Welt, wo den Teil, wo wir hingehen, wenn wir sterben, dass sie sich mit dieser Ebene verbinden wollen und sei es aus persönlichen Bedürfnissen oder eben auch, weil sie im Beruf als Coach oder als Therapeut merken, dass da, so, je länger sie mit Menschen arbeiten, umso mehr öffnet sich da was und sie können es nicht kontrollieren und dann da an mich treten, damit sie eben gewisse Techniken lernen, damit sie es gut einbauen können und auch greifen oder eben auch weiterentwickeln können. So, herzlich willkommen bei Cosmic Xena. Danke für die Einladung. Ja, ich habe mich jetzt gerade so gefragt, der Beruf des Mediums, der Seherin und dann so Themen wie Jenseits, das ist jetzt nicht etwas, was man irgendwie lernt. Da gibt es jetzt nicht so die typische Stellenausschreibung oder als Kind, dass man sagt, okay, ich ergreife den Beruf des Mediums, das ist wahrscheinlich nirgendwo da in so einer schulischen Ausbildung, steht das da irgendwo. Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage für jemanden, für mich, der ganz am Anfang ist mit diesen Themen, wie bist du dazu gekommen? Durch einen persönlichen Schicksalsschlag. Mein Vater ist sehr früh, sehr tragisch verstorben. Da war ich 1,5 Jahre alt, eher gerade mal 25 Jahre alt, weil er ertrunken ist. Und ich habe ohne diesen Elternteil sehr schnell gemerkt, dass da dieses große schwarze Loch in meinem Leben ist. Und weil diese Erfahrung sehr tragisch war, war meine Familie auch eher zurückhaltend mit den Geschichten zu meinem Vater. Also auch da, ich habe nicht viel oder nur kleine Aspekte von ihm mitbekommen. Und das hat natürlich meine Neugier sehr befeuert, weil ich nicht akzeptieren konnte, dass ich niemals die Chance haben werde, etwas über ihn zu erfahren, geschweige denn ihn zu spüren, in Kontakt zu sein. Und ich erwähne das immer wieder, dass ich als Kind antireligiös erzogen wurde. Das heißt, wir sind eher eine atheistische Familie, zumindest der Schweizer Teil. Ich bin halb Schweizerin, halb Spanierin. Und das hat dazu geführt, dass dieses Loch einfach präsent war über meine Kindheit hinweg in die Jugend hinein. Das Einzige, was ich machen konnte, war Recherche und Selbststudium. Und als ich dann die ersten Bücher besorgt habe, das war noch anfangs der 90er Jahre, wo das Internet noch nicht diese Möglichkeiten bot, wie wir es heute haben. Heute wäre das viel, viel leichter. Aber damals musste man wirklich mit viel Eigeninitiative nachforschen. Und da war klar, ich wollte wissen, wie ist die Welt aufgebaut? Gibt es eine erweiterte Realität? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und da habe ich dann ganz viel Zeit verbracht, um Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht hatten oder eben mediale Erfahrung mit sich brachten, zuzuhören oder eben vor allem eben zu lesen in der Phase. Was, glaube ich, speziell war, was mir die Bestätigung gab, dass diese alternative Realität existiert, war das Phänomen, dass ich ab ungefähr 5 oder 6 Jahre Wahrträume hatte. Das bedeutet, dass ich in der Nacht Dinge geträumt habe, die dann passiert sind. Und für meinen sehr rationalen Verstand und auch diese atheistische Prägung war das natürlich sehr spannend, weil ich nichts dazwischen hatte, was das hätte faken können. Das heißt, ich wusste, was ich geträumt hatte und ich wusste auch, was danach passiert, beziehungsweise konnte natürlich das dann eins zu eins in Form einer solchen Bestätigung erhalten. Und das war eine erste große Bestätigung für mich, dass die Welt weit komplexer ist, als wie sie gelernt bekommen in der Schule und auch im Religionsunterricht. Ich bin freiwillig in den Religionsunterricht gegangen, weil ich einfach wissen wollte, ja, wie sieht das aus? Spannend, was denken andere? Was bietet Und ihr? der Punkt war nur, dass ich die falschen Fragen gestellt habe und dann rausgeworfen wurde. Nur weil ich die falschen Fragen gestellt habe. Und dann dachte ich, gut, Religion, das war's jetzt. Immerhin wurdest du nicht verbrannt. Vor ein paar hundert Jahre vorher. Ja,
Und ich war dann nicht schlecht erstaunt, als ich als Teenager, da war ich ziemlich genau 16 Jahre alt, meine sterbende Großmutter in Spanien noch besucht habe. Und sie ist dann auch ein paar Tage darauf verstorben. Und ich war auch noch zur Beerdigung dort. Dann ziemlich, ja, direkt nach der Beerdigung mein Onkel mich zur Seite gezogen hat und mir offenbart hat, dass er ein Medium und auch ein Heiler ist. Und bis dahin hat niemand, oder weil die sind halt sehr katholisch und das ist etwas, was man nicht machen sollte. Und die haben das alle verschwiegen, dass er das macht. Das wussten es zwar alle, nur ich nicht. Und er hat dann gemeint, ja, eines Tages wirst du als Medium arbeiten, denn diese Gabe ist auch in dir vorhanden. Und das war natürlich zum einen, also mit 16, ein bisschen irritierend. Es war dieser vorgegebene Weg. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das hinkriegen sollte, wie du schon angeschrieben hast. Wie wird man zum Medium? Na, man kann mittlerweile sich zwar ausbilden lassen, absolut, aber damals war mir das nicht bewusst, dass man das lernen kann. Das hat erstmal einen Druck, aber gleichzeitig auch eine schöne und eine weitere Bestätigung gegeben, dass das, was ich wahrnehme, real ist. Und dass es einen Grund gibt, warum ich diesen Hang und eben auch diese prophetischen Aspekte erlebe. Das tragische Erlebnis mit 1,5 Jahren, das du hattest, was ja auch viel ausgelöst hat, warum du dich in die Richtung entwickelt hast, hast du dann das auch nutzen können, um eben mit deinem Vater noch Kontakt aufzunehmen, zu kommunizieren? Wie hat sich das entwickelt? Mit anfangs 20 war ein guter Freund von mir, hat mich darauf hingewiesen, dass es in Bern, die gibt es nicht mehr, die parapsychologische Vereinigung, also Schweizerische Parapsychologische Vereinigung gibt, und dass die diese Veranstaltungen machen. Und da bin ich mit anfangs 20 das erste Mal einem Medium live begegnet, was die klassischen Jenseitskontakte macht. Und von der Sekunde an war alles klar. Es war 100% Tunnelblick und ich wusste genauso und nicht anders. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Mentor hatte, der eine nüchterne Art hatte, ursprünglich auch ein Ingenieur war, der eine gute Basis legen konnte für dieses Verständnis zu den Jenseitskontakten, gerade weil ich ein sehr rationaler Typ auch bin und wenn ich sowas tue, auch verstehen will, wie funktioniert das, warum funktioniert das und wie kann ich es steuern. Das hat dann dort sehr schnell eine ganz starke Dynamik entwickelt. Und die starke Dynamik war dann auch, dass du in den Austausch mit deinem Vater gekommen bist, oder hast du noch was über ihn Das erfahren hat können? eher, das hat, interessanterweise ist es so, dass die Eigenkontakte die schwierigsten Kontakte sind, weil die Telepathie zwischen den Welten auch dazu führt, dass Erinnerungen wachgerufen werden. Also nehmen wir mal an, na, da kommt jetzt ein Großvater und er möchte Kontakt aufnehmen mit dir. Das Erste, was passiert, ist, dass die Erinnerung an die Geschichte wachgerufen wird oder die Teile, von denen du noch weißt. Und da kommt natürlich als erst der Punkt, dass du daran zweifelst, weil du denkst, das sind deine Erinnerungen. Lief das dann über deinen Mentor? Das war schon der erste Kontakt, war eine mediale Sitzung, eine klassische mediale Sitzung. Aber da hatte ich mich auch schon für die Kurse angemeldet. Das war einfach nur noch so ein, das ist, ich wusste, das ist es und wollte es dann in allen Variationen ausprobieren. Und es hat dann aber tatsächlich über 2 Jahre gedauert, bis ich selber fähig war, den Kontakt zu meinem Vater herzustellen. Einfach weil der Wunsch zu groß war und dieser Wunsch, die Emotionen, das blockiert hat. Und auch hier, woher will ich denn in dem Moment wissen, dass das gerade der Live-Kontakt ist, wenn niemand von außen mir das bestätigt? Bis man eine Information erhält oder eine Kommunikation erhält, die so plastisch ist, die unmittelbar mit dem Raum interagiert oder auch mit der Zukunft und man direkte Hinweise erhält von dem Verstorbenen, die überprüfbar sind, dass dann sich das wie so einfügt und man es dann mit der Zeit einfach akzeptiert, dass es echt ist, weil man überprüfbare Informationen erhalten hat. Das ist das ist dann sozusagen deine Ausbildung hat dann dort begonnen bei deinem Mentor. Und man merkt ja auch, dass, wie du jetzt gerade darüber redest, dass es sehr, sehr klar ist, was du da gelernt hast und was du erlebst und was du in deiner Arbeit machst. Das fühlt sich schon fast für mich an wie eine klare, strukturierte, wie, als ob da Naturgesetze dahinter stehen, Absolut. die halt so sind, ja. Und das ist da jetzt kein Wischiwaschi, sondern man merkt einfach, du bist gerade straight
Und da gibt es Naturgesetze, die müsst ihr respektieren, sonst wird es nicht funktionieren. Du lachst, was? absolut. Es gibt Mechanismen, die, wenn man sie begreift, lernen kann und weiterentwickeln kann, was ich auch gemacht habe in meinen Ausbildungen. Ich kann den Menschen sehr gut beibringen, wie sie die eigenen Hellsinne nutzen, um einen Kontakt herzustellen. Und ich bin im Vergleich vielleicht so jemand, der sehr esoterisch oder religiös geprägt ist, sehr nüchtern und strukturiert. Mhm. Und aber trotzdem sehr angenehm. Ja. Manchmal ein bisschen streng, aber nee, das ist gut. Das ist gut, weil sonst, ja, damit es auch Fortschritt gibt, glaube ich, ist es ganz gut, eine gewisse Strenge, so streng wie frei. Ja? Ja, weil wenn man schaut, die Welt entwickelt sich nun weiter und es ist sehr wichtig, dass wir die transdimensionale Physik anerkennen. Das heißt, dass wir im physischen Raum, im physischen Universum weitere Dimensionen haben, wie zum Beispiel die astrale Ebene, der Äther, morphogenetisches Feld, wie auch immer wir es benennen wollen. Wir sehen ja immer noch ein kleiner Teil der Realität. Aber sobald wir lernen, diese astrale Ebene wahrzunehmen und zu integrieren in die materielle Ebene, dann wird es wirklich interessant. Weil dann hat man eben auch Phänomene, die physikalischer Natur sind, die dann nicht mehr subjektiv sind, wo man denkt, okay, ich denke jetzt, da ist was Grünes oder da ist ein Schatten, sondern man hat dann Manifestationen, die plastisch-physisch sind. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr von, habe ich mir das nur gedacht oder war es meine Wunschvorstellung? Und das ist etwas, wo man merkt, dass da, oder zumindest ich auch stark daran arbeite, dass die Gesellschaft das wieder integriert, weil es einmal integriert war. Wenn wir zurückgehen, ein paar hunderte Jahre, war die ganzen spirituellen Phänomene waren Teil der Naturwissenschaft. Also man sieht das auch, das älteste Beispiel ist Emanuel Swedenborg, ich glaube, das war 1600 irgendwas, ein Naturwissenschaftler, der die Grundlagen des modernen Spiritismus kreiert hat und erste Bücher geschrieben hat. Und das war ein anerkannter Wissenschaftler, übrigens ja auch Jung, Carl Gustav Jung war ja auch ein sehr, sehr anerkannter Arzt. Und da hatte niemand an dessen Aussagen und deren Aussagen gezweifelt. Das kam erst viel später, dass diese paranormale Wissenschaft und die transdimensionale Physik ja explodiert wurde und dann einfach verteufelt wurde. Mhm. Und da arbeiten wir dran, dass das jetzt wieder zusammengefügt wird, weil langfristig das der Weg ist. Kannst du uns da so ein plastisches Beispiel geben, so wo dann sozusagen aus dem anderen Bereich sozusagen hier physisch etwas passiert und so sich entwickelt? Also jetzt, was ein Phänomen angeht, meinst ja. du? Ja. Unterschiedliche Weise. Und die Frage ist immer, was ist das Ziel einer solchen Übung? Beginnt bei dem für alle bekannten geistigen Heilen. Da passiert ja schon durch Energie in der Materie etwas. Und das geht relativ weit bis hin zu Manifestationen. Das heißt, dass sich zum Beispiel ein Verstorbener manifestiert und physisch sichtbar wird. Mhm. Also nicht subjektiv durch die Hellsinne, sondern wirklich physisch sichtbar wird. Das wäre die extremste Variation davon. Das ist sehr, sehr selten, dass das passiert. Und kann aber auch im Alltag mal sein, dass wir Gegenstände auf dem Tisch haben, die vorher nicht da waren, dass sich Gegenstände bewegen. Gibt natürlich auch viele Phänomene über Elektronik, was auch in die physikalische Medialität oder in die Zeichen reingeht. Aber das Spannendste ist schon, wenn plötzlich Dinge da sind, die nicht da sein können, theoretisch. Mhm. Und die physisch von allen Observierenden gleich wahrnehmbar sind. Was ist denn so ein typisches Beispiel, womit jemand an dich tritt, was er gerne wissen möchte oder ändern möchte? In erster Linie kommen Menschen, die selber hinter den Vorhang blicken wollen und verstehen wollen, wie funktioniert die paranormale Wahrnehmung, wie funktionieren die Hälse, wie kann man sie steuern, wie ist diese astrale Ebene im physischen Universum aufgebaut. Und natürlich auch die Fähigkeit entwickeln wollen, selber den Kontakt zur geistigen Welt. Die geistige Welt als Welt ist sehr groß. Sprechen wir mal einfach von der geistigen Welt, wo wir hingehen, wenn wir sterben, dass sie sich mit dieser Ebene verbinden wollen und
sei es aus persönlichen Bedürfnissen oder eben auch, weil sie im Beruf als Coach oder als Therapeut merken, dass da, so, je länger sie mit Menschen arbeiten, umso mehr öffnet sich da was und sie können es nicht kontrollieren und dann da an mich treten, damit sie eben gewisse Techniken lernen, damit sie es gut einbauen können und auch greifen oder eben auch weiterentwickeln können. Und sonst, wenn man die klassischen Jenseitskontakte anschaut, dann gibt es sehr, sehr viele Schreiben von Menschen, die wir mit der Trauer arbeiten möchten, beziehungsweise einen Beweis fürs Leben nach dem Tod haben möchten. Mhm. Oder für diejenigen, die mich eben kennen mit dem Hintergrund des Prophetischen, dass sie die Botschaften wollen, das heißt Zukunftsvorhersagen. Wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil die auch durch den freien Willen bis zu einem gewissen Grad beeinflussbar ist. Mhm. Ja. Das heißt, dann kommen Leute auf dich zu, die sich für ihre eigene Zukunft interessieren. Wie entwickelt sich die Partnerschaft? Wie sieht es beruflich aus? Kinder und solche Dinge gehen zum gewissen Grad? Nicht, das kann sehr spezifisch werden. Ja. Wow, das ist schon spannend, was du da in der Hand hast. Wenn man jetzt sozusagen sowas erlernen möchte für sich, ja, und wie würdest du einem da raten, damit zu beginnen? Sagst du dann, ja, dann liest erstmal mein Buch und dann reden wir nochmal oder wie startet sowas bei dir? Also das Buch, was ich geschrieben habe mit dem Jenseits kommunizieren, ist tatsächlich ein in sich geschlossener Kurs. Das ist für diejenigen, die erstmal vorsondieren wollen, ist es ein Werkzeug, was sehr, sehr spezifisch ist, was eine Anleitung darstellt, um den Kontakt mit der geistigen Welt herzustellen. Es erklärt auch ein paar Aspekte eben zu den Hellsinnen, aber es ist ausgerichtet auf die Jenseitskontakte. Und wenn man da dieses Basiswissen hat, dann hat man schon einen ersten Rahmen gesetzt. Und ich sage immer, wir müssen dem rationalen Verstand, den wir einfach nicht eliminieren können, es sei denn, wir fallen um oder wir machen eine Astralreise, aber in der Regel haben wir gemerkt, es ist nicht so einfach, auf Knopfdruck die Kontrolle abzugeben. Also müssen wir auch nicht in meinen Augen, weil wir, wenn wir lernen, den Verstand als Rahmen zu nutzen, dann können die Hellsinne und die Wahrnehmung ganz gut funktionieren innerhalb dieses Rahmens beziehungsweise den Rahmen bespielen. Und das ist die erste Basis. Viele merken aber, dass sie mehr brauchen, dass sie ein Feedback von außen wollen, weil die Materie und der Verstand sind halt sehr überzeugend. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis wir genug Bestätigung gesammelt haben, damit der Verstand dann auch entspannt ist, uns einfach akzeptiert, beziehungsweise sich geschlagen gibt und einfach noch seinen Job macht, aber nicht mehr jeden Tag sich in die Quere legt. Wie nutzt du denn deine Fähigkeiten für dich selber, so im täglichen? Machst du ab und zu solche Sachen und schaust, wo geht die Reise hin? Ständig. Das heißt nicht, dass es immer gleich gut funktioniert, weil das Problem ist, wenn man es für sich selber macht, man ist sich zu nah. Ja. Und ich sag so als kleiner Tipp, wirklich immer aufs Bauchgefühl hören. Ja. Weil wir haben Wünsche, die sich übers Herz manifestieren. Wir haben Ängste, die sich übers Herz manifestieren, die auch ausgelöst vom Kopf. Und wenn man aufs Bauchgefühl hört, dann haben wir alle einen sechsten Sinn. Wir haben alle einen Impuls zu unserer Zukunft. Und das sieht man fast bei allen. Wie oft hat man schon was gemacht, wo man hier gedacht hat, perfekt, wunderbar, aber der Bauch hat gesagt nein. Dann hat man es doch gemacht und der Bauch hatte recht. Ja. Und das ist so meine Grundlage, die wir alle haben. Das Ziel ist es, diese Filter zu überwinden und diese Wahrnehmung zu verstärken. Und das geht dann auch in Form von Bildern. Aber für die meisten ist es erstmal entspannt, über das Gefühl zu gehen. Ja, wow. Ich finde das auch ein wunderschönes Schlusswort, weil es ist so wahr und auch so leicht. Und oft sind die großen Dinge einfach leicht und man muss da kein Hexenwerk draus machen. Deswegen finde ich das schon ein wunderbares Ende. Und da können unsere Zuseher auch für sich viel mitnehmen, mal wieder auf ihren Bauch zu hören und den Verstand sein zu lassen, der natürlich auch ein wunderbares Werkzeug ist. Und man merkt ja auch, dass du ihn auch gerne verwendest. Und ich bedanke mich bei dir für deine klaren Worte. Und ich fand das gar nicht streng. Ich finde das zielgerichtet. Das finde ich wunderbar. Ich denke mal, bei dir lernt man auch schnell viel, so von der Art. Ja, das ist sehr gut. Du bist auch prophetisch. Das ist gut. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin ganz am Anfang, was das Ganze angeht.
Und ich denke, es macht ja auch Spaß. Also man merkt ja auch, man entwickelt sich weiter in dem Bereich. Und auch hier, auch mit den Talks und mit den ganzen Gästen, die meisten sind sehr, sehr bodenständig, klar und auch zielgerichtet und die wissen, was sie wollen. Und das ist beeindruckend, muss ich sagen. Das erwartet man nicht im ersten Moment. Ganz normale Menschen. Ja, absolut normal. Plus, dass sie sich trauen, sich mit sich selber zu beschäftigen und auch helfen anderen dabei, über sich zu lernen. Und ja, das machst du wunderbar, so wie ich das jetzt schon einordnen kann. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Und es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Dankeschön. Danke, Jeffers. Danke.